Ja, Video-Idee für heute kam mir ganz spontan, als ich meinem kleinen Digger zugeguckt habe, wie er da gerade mal wieder völlig besessen in eine Rose reingebissen hat, weil da oben in 2 Meter Höhe ein paar Spatzen drin saßen. Das Ganze mit Tönen, wo ich dachte, ja Mensch, das fehlt eigentlich noch in meiner Sammlung. Rasse-Lexikon von Steffi sozusagen. Und ich möchte beginnen mit den Terriern. Geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich erzähle heute einfach mal alles, was ich so weiß über Terrier. Ich habe ja ein eigenes lebendes Exemplar bei mir zu Hause. Ich habe einen Westfalen-Terrier, meinen kleinen Digger. Der hat jetzt vor kurzem seinen 11. Geburtstag schon gefeiert. Und ich kann sagen, es wurde nie langweilig und es ist auch immer noch nicht mit ihm. Und der Grund, warum ich jetzt mit den Terriern anfange, das war jetzt unter anderem auch ganz viel Zuschrift von Menschen, die mich halt über YouTube kennen, die mir dann berichtet haben. Sie wollten mit ihrem Terrier in die Hundeschule, sind auch gefahren und haben sich dann gleich da also mal richtig was anhören dürfen. So von wegen so, oh scheiße, ein Terrier. Und wie kann man das machen? Das kriegst du sowieso nicht in den Griff. Die wollen alles umbringen. Die kriegst du nicht gebändigt und was sie alles erzählt bekommen haben. Und da möchte ich einfach mal was gegen unternehmen. So, aber um mal so ein bisschen strategisch vorzugehen, erzähle ich erstmal so ein bisschen was über die Einteilung überhaupt und über den Ursprung jetzt überhaupt des Namens. Ne? Terrier leitet sich ab von Terra, Erde auf Lateinisch. Und sagt schon etwas aus, wofür diese Hunderassen, da gibt es nämlich jetzt schon, also mittlerweile, wenn ich mich nicht verlesen habe, 34 anerkannte Terrierrassen auf der Welt. Die allermeisten kommen aus dem britischen Raum, also ja, eben Großbritannien oder auch Irland sind auch einige Rassevertreter da, aber auch Amerika. Aber die größte Anzahl eben aus England, und zwar deswegen, weil dort eben ganz viel mit Terriern gejagt wurde und auch noch wird. Und eingeteilt sind die ganzen Terrierrassen in die Art, wie sie halt gebaut sind. Also tatsächlich, es gibt die hochläufigen Terrierrassen, es gibt die niederläufigen Terrierrassen, es gibt die bullartigen Terrierrassen und dann auch noch Zwergterrierrassen. Das ist schon mal die ganz grobe Einteilung. Also hochläufig bedeutet, dass er höhere Beine hat, auf ganz gut Deutsch gesprochen. Ich sage einfach mal so ein paar Beispiele, dass ihr dann wisst, wer zu wem gehört. Ich fange auch gerne mit den aus dem britischen Raum an, weil da ist halt wirklich der Ursprung auch der deutschen Vertreter, die es gibt. Zu den hochläufigen Terriern ist das Airedale Terrier, ist der größte auf alle Fälle zu nennen, war mal eine ganze Zeit lang, also wirklich häufiger zu sehen, ist ein bisschen abgeflacht die ganze Sache und ich verstehe nicht so wirklich warum, weil sind ganz tolle Hunde, also wirklich richtig tolle Hunde. Was man jetzt eher so unter Terrier dann gleich reinsortiert, also auch der jetzt nicht so ganz in der Materie ist, das ist der Parson Russell Terrier. Oder meinetwegen auch der Border Terrier, auch ganz, ganz süße Hundchen, also wirklich richtig klasse. Was gibt es noch zu sagen? Bedlington Terrier war auch mal, die sehen so ein bisschen aus wie Schafe, also macht auch so ein bisschen die Schuhe, also wie die hergerichtet sein sollen für die Show auf alle Fälle. Und nur mal so ein paar Beispielchen jetzt gleich mal vorweg. Auch nicht zu vergessen natürlich die Fox Terrier, also das ist so der richtig klassische Terrier, auch einer wirklich der ältesten Terrierrassen, die es so gibt. Den gibt es in Glatthaar und auch noch in Rauhaar. Der weiß schon, welches Schweindal hättest du gerne, der hatte einen Fox Terrier auch gern mit dabei sitzen. Damals kannte man den noch, heute wird's alles ein bisschen, hat sich alles ein bisschen verschoben, sag ich mal so. Was noch? Ja genau, vielleicht sagen wir mal so die kleine Ausführung vom Airedale Terrier, da gibt es auch noch 2 Rassen. Das wäre der Welsh Terrier oder auch noch die Rasse Lakeland Terrier. Ja, und dann noch zur Vollständigkeit,
Noch zwei von den vier irischen Rassen einfach mal genannt. Alles andere würde so ein klein wenig zu weit führen. Kerry Blue Terrier war auch mal eine ganze Zeit lang wirklich häufiger gesehen. Ich weiß nicht, ob es daran auch liegt. Habe ich mich jetzt schon echt gefragt bei meiner Recherche, dass man damals, die sahen einfach alle so ein bisschen gleich aus. Also die Schnauzer, diese Kerry Blue Terrier, die waren alle dann so hergerichtet. Die hatten so ein ganz markantes Gesicht einfach. Ne? Und weiß nicht, ob es daran liegt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall den wollte ich nennen und dann auch noch den irischen Terrier. Der ist ein bisschen größer noch als jetzt mein Digger, der da jetzt so rumläuft, aber eben auch unheimlich witzig. Alles, was ein Terrier so ausmacht, das haben die Rassen so an sich auch. Ja, und dann die beiden deutschen hochläufigen Terrierrassen, die es jetzt da mittlerweile gibt. Seit Mai 2020 gehört jetzt zum Beispiel die Rasse, was mein Digger ist, die Westfalen-Terrier, auch zu den anerkannten hochläufigen Terrierrassen. Aus Deutschland eben stammt Westfalen-Terrier und dann schon ein bisschen älter, aber auch noch nicht so eine richtig alte Hunderasse, der deutsche Jagdterrier. Für viele Jäger der Inbegriff des Terrortiers an sich. Also viele Jäger sind auch heute noch davon überzeugt, dass du einen Terrier eigentlich nur bändigen kannst, wenn du ihn also irgendwie über eine Stange führst oder was und den überhaupt nicht im Haus, sondern das sind die Killer schlechthin. Ist natürlich alles ziemlich grober Schwachsinn. Aber was die mit sich bringen, ist halt wirklich eine unheimliche Härte gegen sich selbst. Die finden Schmerzen irgendwie sogar noch toll. Ich weiß nicht, anders zu beschreiben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben also auch wirklich richtig Bock, sich zu kloppen, weil welcher Hund ist sonst, sagen wir mal, neben einem vernünftigen Dackel eigentlich so irre und kriecht in irgendein dunkles Loch rein und lässt sich da die Fresse polieren auf ganz gut Deutsch. Also das ist nämlich wirklich so, sodass er echt wirklich extreme Verletzungen selber in Kauf nimmt, weil er sich halt einbildet, dass dieses Teil, was da unten drin liegt in der Röhre, da halt jetzt mal rauszugehen hat. So, und dann kommen wir zu den niederläufigen Terrierrassen. Da ist auch also der britische Raum also ganz, ganz führend mit 9 eigenen anerkannten Rassen. Da sind einige auch wirklich bekannt, aber da kommen wir dann schon wieder so ein bisschen da in das, was mich dann so ein bisschen aufregt. Jeder kennt die, aber natürlich schon die meisten überhaupt nicht mehr aufgrund ihrer Verwendung, wofür diese Hunde mal da waren, sondern wenn ich jetzt mal einen nenne, da weiß jeder gleich Bescheid, West Highland White Terrier, da gibt es eine ganze, ganze, ganze große Zahl von Menschen, die kennen diese Terrierrasse nur aus der Cäsar-Werbung. Ne? Ja, aber mal ganz vorsichtig gesprochen, auch diese Hunde, die sind nicht weiß, weil sie dann besser zur Petersilie passen, was da bei dieser Werbung da nun präsentiert wurde. Sondern die weiße Farbe, hör auf Uwe, sondern die weiße Farbe hat eigentlich wirklich den Grund, die waren dafür da, die wurden, wenn die Foxhounds den Fuchs in einen Bau gejagt haben, der hat gemeint, boah, habe ich nochmal überlebt, dann haben sie den weißen Terrier hinterher geschmissen und dann war es doch wieder aus mit einem vernünftigen Leben für einen Fuchs. Aber um halt wirklich sicherzustellen, dass der Hund nicht verwechselt wird mit dem Fuchs, war die Farbe weiß äußerst angebracht. Ne? Deswegen, das ist eigentlich, sagen wir mal, ein Unterscheidungsmerkmal auf der Jagd gewesen. Ein weißer Hund fällt immer auf und du kannst gleich sagen, es ist kein Fuchs. Ne? Das war der Grund. So, dann gibt es aber auch noch ganz andere kleine Terrier, also niederläufige Terrierrassen. Entzückende Hundchen, weiß ich gar nicht, warum das nicht mehr so aktuell ist, weil kleiner Hund ist so super praktisch. also einfach tolle Hundchen. Kernterrier zum Beispiel, immer, immer gute Laune. Sehr, sehr robust, wirklich eine gesunde Hunderasse noch. Die werden wirklich auch alt und sehen süß aus. Was gibt's noch? Norfolk und Norwich Terrier. Wunderbar, wunderbar. Norfolk Terrier ist also wirklich ganz kleiner Terrier, hat Schlappohren und der Norwich Terrier hat spitze Öhrchen. Entzückende Hundchen, also wirklich richtig gut. Was könntet ihr noch kennen? Moment mal, dass ich jetzt keinen vergesse. Scotch Terrier, genau. Und ich auch immer jetzt das, was ich mit dem Cäsar-Hund jetzt sagen wollte, diese Verbindung auch wirklich dann zu bekannten Disney-Filmen ist auch manchmal wirklich gut. Ich meine mich zu erinnern, dass da bei den ganz alten Sachen auch gerne mal so ein Scotch-Terrier dabei war.
wäre jetzt auch für mich ein Argument, weil ab und zu kann man ja mal ein Schlückchen ab, wenn man Terrierrassen, diese West Highland White und Scotch Terrier von einer Whisky-Marke kennt. Und ganz lustig, eine eigentlich so ganz witzige Erinnerung, die habe ich in meinem Schädel drin, da war ich noch ganz klein, da war ich bestimmt, ja, vielleicht gerade mal in der Schule. Ja, weiter mit meiner Kindheitserinnerung. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen gesammelt. Aber es ist nun mal so, ich hatte zwei ganz tolle Omas. Und eine davon hatte einen Campingplatz. Und immer, wenn ich sie besucht habe, stand auf ihrem Schreibtisch, Entschuldigung, ein Glas mit einem weißen Terrier und mit einem schwarzen Terrier. Und da war kalter Kaffee mit Milch drin. Und das kriege ich nicht aus der Birne. Das gehört dazu. Vielleicht habe ich auch deswegen da so mit Terriern so ein Fimmel. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, das sind so die Sachen. Filme erinnern einen an, also die sagen einem, ja, das habe ich schon mal gesehen. Aber man kennt die Terrier nicht mehr aus dem, wofür sie eigentlich mal da waren. Weil, mein Gott, zur Fuchsjagd mit Terriern kann man stehen, wie man möchte. Und das verstehe ich auch, wenn einer sagt, das ist mir jetzt eine Nummer zu hart. Und vor allen Dingen hat das ja auch wirklich was mit körperlicher Gewalt, zumindest jetzt zwischen dem Fuchs und dem Hund zu tun. Oder auch eben, dass man den dann erlegen möchte. Das ist der ganze Hintergrund. Und das erklärt eben auch, warum Terrier eben so sind, wie sie sind. Aber dass der natürlich wie jeder andere Hund, weil ich kenne auch genug Rottweiler, Schäferhunde und was weiß ich, wie viele Mischlinge auch, die auch einer Katze jetzt nicht guten Weg wünschen, sondern die wollen die wirklich umbringen. Also nicht nur jagen, sondern auch wirklich was, ja, doch durchaus Natürliches mit denen machen, nämlich Katze, Erzfeind, muss von der Welt. Das braucht man den Hunden nicht zu sagen, sondern das ist eine Anlage, die ist bei denen so fest eingebrannt, dass du natürlich mit einem normal strukturierten Terrier immer ein bisschen mehr Arbeit hättest, wie mit jetzt so einem meinetwegen ganz weich gespülten, bitte vorsichtig nicht persönlich nehmen, also wirklich, weißt du, was ich meine, wenn ich sage, so Golden Retriever, so. Aber wie gesagt, ich kenne auch andere. Das wird ein anderes Video. Ja, und noch ein kleiner, also ein niederläufiger Terrier, nicht zu vergessen. Das wird nämlich gerne mal vermischt, aber ich möchte ja auch aufklären. Das ist der Jack Russell Terrier. Das war mal Parson Russell Terrier hochläufig, Jack Russell Terrier niederläufig. Ist erst vor relativ kurzer Zeit eben rassemäßig getrennt worden, weil der Standard halt wirklich, der verlangt das eigentlich, dass man die Hunde wirklich da wiedererkennen kann und dass es eingeordnet wird und deswegen ist es so. Aber das ist nicht dieselbe Rasse und da sollte man auch einen Unterschied machen. Jack Russell Terrier, kurze Haxen, Parson Russell Terrier, lange Haxen. Ja, dann kommen wir zu der dritten Unterkategorie bei den Terrierrassen, das sind die bullartigen Terrierrassen. Da gibt es drei englische, also sagen wir mal britische, vorsichtig. Das ist der Bullterrier an sich. Dann ist es der Miniatur-Bullterrier, der ist halt deutlich kleiner von der Körpergröße her. Und dann noch der Staffordshire-Bullterrier. Und dann gibt es eine amerikanische Terrierrasse, das ist der bekannte, ja denke ich ja mal, American Staffordshire Terrier. So, und die letzte Unterkategorie bei den Terrierrassen, das ist die der Zwerge sozusagen, also Zwerg-Terrierrassen. Da ist der allerbekannteste, den kennt glaube ich wirklich jeder, der Yorkshire Terrier aus England. Und dann gibt es noch einen englischen Toy Terrier, der ist wirklich auch ganz winzig. Einen australischen, den Silky Terrier. Also wirklich klein. Aber auch die hatten früher, die waren deswegen so klein, weil die einfach wenig gefressen haben. Die konnte sich auch ein ganz normaler Landarbeiter eben auch halten und ernähren. Und der hatte den Job, dass er da das Ungeziefer klein hält. Ne? Mäuse, Ratten, so, weißt schon. Ja, das mit meinen Terrortieren, das hat mir jetzt wirklich so ein bisschen auch echt auf der Seele gelegen. Ich möchte nämlich, dass es nicht so läuft wie in vielen Hundeschulen oder wenn man halt jemanden fragt, der irgendwas weiß, dann auch vielleicht sogar einfach glaubt, weil man es nicht besser weiß, dass man von Terriern besser die Finger von lässt, weil die wären ja ganz furchtbar und würden alles umbringen und die kriegt man eh nicht beherrscht und was weiß ich. Nein, ich widerspreche. Ich widerspreche aber mal wirklich ganz, ganz deutlich. Und ich möchte mit diesem Video vielleicht einfach nur mal bewirken, dass die große Gruppe der Terrierrassen, die es gibt, nicht ausgeklammert wird von Menschen, die jetzt vielleicht noch auf der Suche sind nach einem kleinen, praktischen,
immer fröhlichen, vielleicht manchmal auch ein klein wenig hochtickenden Hunden, die einem wirklich viel Freude bereiten. Und das, da möchte ich einfach, dass die Leute das nicht sofort ausklammern, bloß weil es irgendjemand sagt, der eigentlich davon überhaupt keine Ahnung hat. Weil ich finde eher, bei Terriern, da weißt du halt, wenn du dir einen Terrier holst, dann hast du viel Arbeit, dann ist es dir vielleicht bewusster. Und ich kenne sehr, sehr viele wirklich sehr gut erzogene Terrier, weil das ist nämlich nicht unmöglich, so einem Hund auch Gehorsam beizubringen. Das ist halt wirklich Leuten, die sich für einen Terrier bewusst entscheiden, irgendwie sogar einfacher ist, weil ich kenne eben demgegenüber ganz viele Hunde. Das ist irgendein Mischling, wo dann die Erziehung von den Besitzern also nicht wirklich so richtig ernst genommen wird. Und machbar ist das alles. Terrier sind tolle Hunde, sind wirklich, ich mache da richtig gerne Werbung dafür, weil tolle Köter, wirklich, also echt nette Hunde. Und deswegen nicht ausklammern, sondern noch mit im Hinterkopf haben, weil wirklich wunderbare Viecher. Ja, noch so ein kleiner Nachtrag zu den gängigen Vorurteilen, die man über Terrier hört. Ich kann es tatsächlich keinem empfehlen, sich jetzt einfach einen Jagdterrier zu kaufen und zu erwarten, dass der sich artig auf die Couch setzt und dann nie irgendwie sowas wie Aggression zeigt. Terrier sind Kämpfer. Terrier sind kleine Kämpfer, die vom Prinzip her, einer hat das von meinen Kumpels ja das ganz süß beschrieben, der hat gesagt, so ein Terrier, der hätte so ein Relais im Kopf und das tickt immer. Jagen. Jagen, jagen. Und wenn er dann irgendwas sieht, dann geht das jagen, 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 jagen. Und wenn er in dem Modus ist, dann kannst du tatsächlich nicht unbedingt mehr mit jedem Terrier noch so reden. Aber das ist halt, das ist der Ursprung dieser ganzen Rassen. Und beim deutschen Jagdterrier, der gehört wirklich nur in Hände, die tatsächlich mit dem Hund jagen. Es mag da auch welche geben, die diese hohe, ja, sagen wir mal, diese hohe Wildschärfe und auch Raubwildschärfe, was bedeutet, er traut sich auch etwas umzubringen, egal wie klein er ist, die nicht so haben, okay, aber das ist nicht Sinn der Rassen. Ne? Sagen wir mal, ein Dandy Dinmont Terrier, der wird eher ein bisschen friedlicher sein, wie jetzt wirklich ein Fox Terrier aus Leistungszucht, nur dass du weißt, was ich meine. Aber das, deswegen sind die Hunde ja nicht schlecht, das ist ja ihr Sinn, das ist ja der ganze Sinn. Ne? Und ja, das ist wichtig zu wissen, aber das, ob der Hund das jetzt den ganzen Tag macht, alles Mögliche umbringen, ist eine Frage der Erziehung und zwar nur der Erziehung und nicht eine Frage der Anlage. Ne? Die Anlage hat er, das wird man nicht ändern können, aber man sollte auch nicht überrascht sein, dass er jetzt das auf einmal tut. Gerade wenn man sich einen älteren Terrier nach Hause holt und sich wundert, warum er die Katze da jetzt da gerade, weißt du schon, wollen wir nicht weiter drüber reden. Ne? So, ich hoffe, dass dir meine Aufzählung da gefallen hat. Ich werde auch zusehen, dass es dann für die anderen großen Rassegruppen, dass ich das dann in ähnlicher Form auch zusammenfasse, weil auch da ist extrem wenig Wissen vorhanden. Und ich möchte gerne auch nicht nur über die Erziehung was sagen, sondern auch wirklich auch was erklären. Einfach, wie kommt das, dass mein Hund jetzt so und so tickt? Ne? Ich sage, ja, ganz einfach, guck mal ein bisschen in die Vergangenheit. Ne? Genau, ich hoffe, dass dir das gefallen hat. Ja, es gibt einen ganz einfachen Weg, dass du auch alles, was ich jetzt dann neu mache, nicht verpasst. Drück einfach auf Abonnieren, kostet nichts, hat den Vorteil, dass du eben nichts alles Neue sofort auch mitbekommst. Wenn du auf das Glockensymbol auch noch drückst, dann geht da gar nichts mehr schief. Und ein klein wenig geteased in die Zukunft. Es könnte sein, dass du, wenn du das nicht machst, tatsächlich wirklich was ganz was Großes verpasst. Da ist nämlich was am Werden und da bin ich, das wird richtig gut. Also deswegen mach mal lieber, weil du könntest sonst echt was verpassen, ne? Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß mit welchem Hund auch immer. Vielleicht hast du auch noch gar keinen, aber Hunde, verrückte Menschen sind immer gute Hunde, gute Menschen auf alle Fälle. Alles Gute. Deine Steffi.